Es sind sicherlich nicht die wertvollsten Karten, aber ganz wichtig, dass du sie los wirst, wenn du sie nicht in deinen Decks drin hast. Weshalb? Ein Reprint zerstört ihren Wert komplett, deswegen musst du diese Karten unbedingt kennen. Heute möchte ich euch die wirklich wichtigen Commons der letzten Zeit vorstellen. 10 Stück, die ihr wahrscheinlich in eurer Sammlung habt. Auch ich wurde neulich angeschrieben. Kann ich mal wieder die wertvollen Commons heraussuchen? Gibt es die irgendwo als Datei? Ich werde hier in diesem Video euch die 10 aktuell wichtigen Commons zeigen, die sehr wahrscheinlich auch in eurer Sammlung sind. Nummer 1, Mystic Sanctuary. Und hier sieht man, das ist von Throne of Eldraine. Den Preis von etwa 60 Cent in Deutschland als günstigstes, aber ihr seht auch am Chart, die verkaufen sich auch teilweise ja für 80 Cent. Auf jeden Fall eine ganz coole Karte, auch für Pauper. Du musst hier natürlich eher ein Mono-blaues Deck haben, dann funktioniert das hier ziemlich gut und dann hast du ja auch diesen Effekt, wenn es enttappt hineinkommt, nur dann macht es natürlich Sinn. Dann gibt es hier ein Target Instant oder Sorcery vom Friedhof oben aufs Deck. Das kann sehr stark sein. Die nächste Karte, die extrem stark ist im Kammenbereich und alle Pauper-Spieler glücklich macht, ist Reckless Impulse. Ihr seht hier den Verlauf, der zeigt zwar eher so leicht nach unten, aber dennoch schöne Preise, über 1,50 so im Schnitt. Aber durchforstet eure Sammlungen nach Innistrad Crimson Vow. Die gab es neulich auch, diese Displays als Dump. Vielleicht habt ihr neulich welche aufgemacht. Schaut rein, lasst die Reckless Impulse da auf keinen Fall drin. Das ist eine wirklich mega starke Karte im Common-Bereich als eine Sorcery. 2 Karten exilen und dann kannst du bis zum Ende des Zuges diese spielen, was extrem stark sein kann, wie eine Art Card Draw in einem günstigen Deck natürlich extrem stark. Die nächste Karte ist eine, die ich auch schon für 99 Cent als Einzelkopie verkauft habe, und zwar Dragon's Approach. Die habe ich alle rausgezogen in meinen Sammlungsopenings, wo wirklich diese Strixhaven mit dabei war. Schaut rein, es hat einen kleinen Reprint hier gegeben, mal als Listkarte, aber sonst nicht wirklich. Du willst diese Karte möglichst oft in deinem Deck haben, weil dein Deck unendlich viele dieser Kopien spielen kann. Was extrem stark ist, es macht direkten Schaden auf jeden Gegner. Es gibt auch Vollvarianten, du kannst es dir aussuchen, die sind nicht unbedingt teurer wie die normalen. Klar, jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Die einen Karten pringeln, dann möchte man sie nicht haben. Der andere sagt, ah, Hauptsache es glitzert. Eine sehr starke Karte, die als Common auf jeden Fall aussortiert gehört und sehr wahrscheinlich in deiner Sammlung drin ist. Tamiyo's Safekeeping, eine extrem starke Karte aus Kamigawa Neon Dynasty, die ich immer aussortiert habe, als sie noch nichts wert war. Jetzt geht sie auf jeden Fall Richtung Euro zu. Starke Karte, ob im Pauper oder auch sonst in anderen Decks. Für ein grünes kannst du hier einen Permanent, Hexproof und Indestructible geben bis zum Ende der Runde und bekommst noch 2 Leben on top. Wirklich stark. Sortiert diese Karte bitte aus. Experimental Synthesizer, und der macht das Ganze heißer. Ein schönes Artefakt in Rot, das extrem stark ist, und zwar lässt es dich hier exilen und dann Karten spielen. Also du hast auch hier diesen Card Draw Effekt, den wir auch schon bei Reckless Impulse hatten. Du kannst es dann aber auch noch opfern, um dieses zu triggern und einen 2-2 weißen Samurai mit Vigilance sogar reinbekommen. Also extrem stark für eine Common, so ein schönes Artefakt für ein rotes. Ihr seht hier den Chartverlauf, wir sind hier also auch schon bei einem Euro, wenn wir den Durchschnitt sehen. Klar gibt es noch günstigere Kopien, aber dieses Ding gehört aussortiert. Das ist eine Common, die du in deine Sammlung nehmen musst. Die nächste Karte, die du ins Deck nehmen musst, ist der Talarian Terror. 5-5 mit Ward, und du hast hier aber auch noch einen günstigeren Effekt, wenn du Instant und Sorceries hast, was in Blau gar kein Problem sein sollte. Der Preisverlauf, ja, ihr seht hier, läuft ganz normal bei etwa einem Euro herum, manche auch wirklich teurer. Wenn du mehrere davon auf einmal anbietest, ist natürlich auf jeden Fall besser. Einzelne Kopien findest du hier schon für unter 50 Cent, aber diese Karte gehört aussortiert und in deine Sammlung. Extrem stark. Du hast sehr viel Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth
öffnet, dann siehst du hier Lorien revealed. Diese Kamen hat es in sich, auch preislich mindestens 1,50 hier vom Preis und ich würde behaupten steigend. Extrem starke Island Cycling Karte als Sorcery, 3 Karten ziehen und das als Kamen gibt es extrem selten. Du hast also hier absolut nichts falsch gemacht, wenn du diese Karte dir besorgst. Wird es davon Reprints geben? Es hat die Spezialedition hier als Reprint, aber sonst, ja, sehr unwahrscheinlich. Lorien revealed, es ist eine Herr der Ringe Karte, taucht sicherlich irgendwann mal vielleicht in einem Secret Lair auf, aber das passt hier in andere Editionen einfach nicht so rein. Ich bin gespannt, was mit dieser Kamen passiert. Ich sehe sie auf jeden Fall noch stärker steigen. Und in Schwarz haben wir den Troll of Khazad-dûm. Und zwar, das ist natürlich das schwarze Gegenstück von Lorien revealed. Und auch hier vom Preis ein Tick tiefer natürlich. Aber du hast den gleichen Effekt, ein Swarm Cycling und fürs Late Game eine Kreatur, die wirklich noch einen Effekt haben kann. Musst erstmal 3 Stück, muss der Gegner erstmal haben, um ihn zu blocken. Also so eine Evasion eingebaut. Extrem coole Karte, wie ich finde, und hat Potenzial auch in Zukunft weiterhin gesucht zu sein und den Preis natürlich auch einen Tick zu steigen. Und ganz fresh haben wir den Slime Against Humanity aus Murders at Cardiff Manor. Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das ist eine Kamen, die ganz cool ist und sie hat auch diesen Effekt wie Dragon's Approach und andere Karten, die du öfters in dein Deck nehmen kannst und die sind immer gesucht, diese Karten kann man immer sammeln und du weißt zuverlässig aus der Vergangenheit, dass einfach diese Karten gesucht sind und im Wert steigen, ob es jetzt ein Shadowborn Apostel ist, Ratten oder eben Slime Against Humanity, sehr geniale Karte. Wenn du hier mehrere auf einmal schießen kannst für einen günstigen Preis, dann sofort holen. Wer Jumpstart 22 gekauft und geöffnet hat, sollte sich unbedingt seine Commons anschauen. Da kann ganz schön viel Value drin stecken. Und zwar haben wir die Spellstutter Sprite in dem schönen Artwork hier, die auch für ganz schön viel Geld geht. Ihr seht es hier ab 4,50, tendenziell wird das aber deutlich mehr noch sein. Die nächste Karte haben wir in Preordain, auch die in einem ganz coolen Design, wie ich finde. Die geht für mindestens 3 Euro. Wahnsinn. Einem Creeping Bloodsucker. Das ist eine coole Kamen, eine coole Kreatur. Die es, soweit ich weiß, nur hier in Jumpstart 22 gibt, die liegt bei mindestens 1,50, eher 2 Euro ebenso und steigendem Chart, wie ihr hier seht, super stark. Also, wer hier Jumpstart geöffnet hat, es geht weiter mit dem Big Score. As additional cost to cast the spell, discard a card, draw 2 cards and create 2 treasure tokens und das als Instant Speed. Wahnsinn, super stark. Auch nur in Jumpstart 22 und du hast es auch hier in Streets of New Capenna. Diese Karte geht hier für 1,50. Der Young Wolf aus Dark Ascension, den gibt es auch in Jumpstart 22 wieder. Hast du hier für 1 Euro etwa. Wenn ihr etwas davon geöffnet habt, checkt das auf jeden Fall aus. Ganz wichtig für all diese Karten, ein Reprint kann ihren Preis komplett zerstören. Durchschaut eure Sammlung nach diesen Karten, da kann schon schnell mal ein Zehner zusammenkommen und wir sehen uns bald mit dem nächsten Video, einem großen Opening wieder. Rob, der magische Investor, sagt Peace out.